Nee, er will nicht so. Ich habe jetzt interkulturelle Kompetenz. Ach du Scheiße. Gut, warst du schon beim Arzt? Nee, er will nichts Arzt. Volkshochschule Essen. Habe ich verbessert mein Integrationspotenzial. Mach immer, kannst du vielleicht mal einmal Deutsch reden? Ja, und wie? Ich kann jetzt sogar mehrere Deutsche. Ich kann Deutsch, was Deutsche verstehen, und ich kann so Deutsch, was so Deutsche wie du verstehen. Wie, was? Was bin ich denn für ein Deutscher? Erwin, du bist heute Deutscher. Doof eingewandert, nichts dazugelernt, die Hälfte nur vergessen. Jetzt kriege ich aber langsam mal einen Hals hier, ja? Seit über 10, seit 12 Jahren, ja? Üb ich mit dir, dass du hier klarkommst in unserem, wie heißt das, Kulturkreis hier, ja? Und jetzt warst du einmal auf so eine Sonderhochschule. Und jetzt fängst du an, mich um meine Herkunft zu beleidigen, oder was? Erwin, nicht aufregen, halt mal flach. Wollte dich nicht beleidigen. Wollte dich nur ausprobieren, ob du qualifiziert bist für Akzeptanz von kulturellen Unterschieden. Ob ich was bin? Qualifiziert. Ja, und? Wissen die. Ah, nee. Aber du bist das, ne? Ja, bin ich. Und wie? Kann ich nämlich jetzt deutsche Kultur mit meinem bereichern, ohne dass das auffällt, dass ich der Deutscher bin? Aha. Und wie geht das? Morgen stund der Gold im Mund. Was der Bauer nicht kennt, das riecht er nicht. Butter geht Glanz auf den Gürtel. Also, ja, warte mal. Am Arsch hängt der Hammer, beim Dachdecker links. Kommst du heute nicht, kommst du morgen? Morgen ist auch noch Tag. Komm mal wieder ein bisschen in den Tage. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, war schon ganz gut, Erwin. Meinst du? Ja, man merkt schon gar nicht mehr, dass du kein Türke bist. Ömer, ich bin nicht kein Türke, ich bin kein Pole! Ja, Erwin, ich weiß, aber das kriegt man auch noch weg.